Meine Frage an Sie, Herr Wimber, ist, wie würde sich aus Ihrer Sicht als ehemaliger Polizeipräsident der Schwarzmarkt unter den Bedingungen der kontrollierten Freigabe entwickeln? Vielen Dank, Herr Wimber. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Und verbunden mit einer Entschuldigung, ich habe es verabsäumt, mich bei der Beantwortung der Frage der Abgeordneten Dittmar vorzustellen. Hubert Wimber, bis 2015 Polizeipräsident in Münster, 18 Jahre insgesamt und seit 3 Jahren Vorsitzender von Lieb Deutschland. Was das ist, kann man im Internet nachlesen. Nun zur Beantwortung Ihrer Frage. Nein, es gibt nach meinem Kenntnisstand keinerlei valide Belege für die Behauptung, dass nach einer Legalisierung ein Schwarzmarkt weiterhin einen deutlichen Marktanteil haben wird. Diese Behauptung wird immer wieder ohne Beleg ins Feld geführt. Sie reiht sich nach meiner Überzeugung ein in eine Vielzahl von Diskussionsbeiträgen, die mit Fehlinformationen, irreführenden Zitaten und rhetorischen Wendungen einen Schein von empirischer Validität zu erzeugen versuchen. Beispiel dafür, es tut mir leid, ist auch die schriftliche Stellungnahme der Bundesärztekammer, wo ohne irgendeinen Beleg die These aufgestellt wird, dass sich der Schwarzmarkt sehr schnell auf die neuen Gegebenheiten eines regulierten Marktes einstellen wird und sich insbesondere dem Markt für Kinder und Jugendliche zuwenden wird. Für diese These gibt es keinen empirischen Befund. Ich würde gerne die Frage beantworten in der Richtung, wenn wir regulieren, dann gibt es keinen Schwarzmarkt mehr. Aber so einfach kann ich mir die Beantwortung der Frage nicht machen. Wir wissen es definitiv nicht. Wir haben keine Prä-Post-Untersuchungen, die uns sozusagen aufzeigen, wie sich der Markt verändern wird. Aber ich glaube, es gibt ein paar Plausibilitäten und vielleicht auch wenige Erfahrungswerte, die meine These stützen, dass nach einem regulierten, staatlich kontrollierten Markt der Schwarzmarkt nur noch als Nischenmarkt für eine Übergangszeit existieren wird. Die Plausibilitäten für diese Annahme sind, dass, und da unterscheide ich mich deutlich von Professor Thomasius, dass die ganz überwiegende Zahl der Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, keinen Zusammenhang erkennen können zwischen Strafbewährung und Prävalenzraten. Das ist relativ starr, unabhängig festgelegt von dieser Fragestellung. Die Einflussfaktoren sind schon benannt worden, veränderte Lebensstile, Einschätzung der mit dem Konsum verursachten Risiken, vielleicht auf der Grundlage von Transparenz, was die Inhaltsstoffe angeht. Die Existenz eines regulierten Marktes wird nach meiner Überzeugung dazu führen, dass rational handelnde Konsumenten, und das haben wir ja auch schon mehrmals gehört, es sind hier nicht die 10%, die einen risikobehafteten Konsum haben, sondern die 90%, die unauffällig damit umgehen, sie werden sich auf dem legalen Markt versorgen, weil die Vorteile einfach evident sind. Transparenz der Inhaltsstoffe, Produktkontrolle, man weiß, was man sich einkauft. Jeder Kauf in einem lizenzierten Fachgeschäft mindert den Umsatz des illegalen Marktes. So viel kann man feststellen. Zwei Faktoren müssen allerdings nach meiner Überzeugung im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Frage bedacht werden. Die Preisstruktur ist so zu gestalten, dass der Schwarzmarktverkauf unattraktiv wird. Das ist sozusagen ökonomisches Einmaleins. Die Verkaufspreise müssen ähnlich denen des Schwarzmarktes sein. Wir sehen es am Schwarzmarkt für Zigaretten, wenn es einen illegalen Markt gibt, durch Ersparen des Zolls deutlich billiger gibt es dafür eine Nachfrage. Und zweitens, der legale Markt muss auf Dauer in der Lage sein, die Nachfrage zu befriedigen. Denn völlig unabhängig, wie wir zu den Risiken stehen. Es gibt keine Erfahrungswerte dafür, dass es in Zukunft Märkte geben wird, auf denen psychoaktive Substanzen nicht nachgefragt werden. Vielleicht zu den Erfahrungswerten ganz kurz. In den letzten Wochen ist ja das Gesetzgebungsverfahren zur Legalisierung, Entkriminalisierung von Cannabis in Kanada gelaufen. Und in der parlamentarischen Diskussion im Abgeordnetenhaus ist immer wieder als Muster die 2-jährige Erfahrung, nur 2 Jahre Erfahrung, die ausgewertet ist in Colorado und Washington,
herangezogen werden worden. Und eine dieser Erfahrungen ist, dass die Haftstrafen in diesen US-Bundesstaaten mit der längsten Praxiserfahrung deutlich gemacht haben, dass die Verurteilung wegen illegalem Verkauf von Hanf drastisch gefallen ist, nach relativ kurzer Zeit, weil der legale Markt eben diesen Bereich abgedeckt hat. Und zum Zweiten, das ist jetzt allerdings schon ein paar Jahre her, vor 85 Jahren ist in den USA die Alkoholprohibition beendet worden. Nachdem gut 10 Jahre Alkohol verboten war, während dieser 10 Jahre im Karl-Marx-Jahr, kann man das ja vielleicht mal sagen, gab es die ursprüngliche Akkumulation von Kapital innerhalb der organisierten Kriminalität in den USA. Das war ihre ökonomische Basis, die sie hatten. Und der Schwarzmarkt ist nach Aufhebung der Prohibition relativ schnell aus den Vernunftsgründen, die ich vorher erwähnt habe, zusammengebrochen. Vielleicht noch ein Hinweis. Nach dem Bundeslagebild organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamtes hat mehr als jedes dritte Ermittlungsverfahren bundesdeutscher Polizeibehörden als Hauptgeschäftsfeld der Gruppierung Drogen. 36,2% aller Verfahren haben als Haupteinnahmequelle Drogen. Das ist auch nachvollziehbar, weil in keinem anderen Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität Anbau, Distribution und Handel so einfach zu organisieren ist und die Profitraten so exorbitant hoch sind. Also einfache Ausweichbewegungen wird es nicht geben. Wir sollten alles daran setzen, das ist mein letzter Satz, der organisierten Drogenkriminalität diese exorbitanten Gewinne durch einen legalen, regulierten Markt streitig zu machen. Vielen Dank.